Ik ben Laima Müller, ben 64 jaar oud, heb een gebouwdereinigingsfirma in Schwerin, ben gebürtige Litouwerin en woon seit 91 in Schwerin. Ik heb deze actie met foto's zeer gerne gemacht, weil fand ik spannend. Ik heb in mijn jugend zeer veel fotografiert. Leider heb ik vergessen, dat is een camera, wo ik niet löschen kan. Deswegen heb ik losgeschossen de foto's ohne Ende, bis ik merkte, ups, dat is alles weg, alles voorbij. En ik hatte so viele Pläne noch vor mir. Hier heb ik fotografiert den Fernsehturm. Beim Aufzug einen Mitglied von dem Verein Die Platte lebt, das in Schwerin existiert, und Werner ist ein sehr aktives Mitglied. Er hat den ganzen Tag Leute kutschiert mit Fahrstuhl nach oben und nach unten, hat immer aufgepasst, dass es nicht zu viele Leute im Fahrstuhl sind und nicht zu viele Leute auf dem Fernsehturm oben sind. Das zweite Foto habe ich Sejade Tekija fotografiert. Er ist seit 2015 in Schwerin, seit einem Jahr mein Angestellter, besucht Sprachkurs und möchte gerne eine Ausbildung machen. Er nimmt teil überall, wenn was passiert, ist sehr wissbegierig und ich begrüße solche Leute, die nach Schwerin kommen oder nach Deutschland und finden Arbeit, finden Schulen und werden richtig gute Zukunft in Deutschland haben. Das Motiv ist hier in der Nähe von Fernsehturm, ist eine russische orthodoxische Kirche und für mich ist irgendwie ein großer Kontrast, so modernes Fernsehturm und so eine alte Kirche aus Sibirien, auch aus dem Holz, das aus Sibirien hier geliefert worden ist und hier in Schwerin gebaut. Nebenan sehen wir einen Teil von Pflegeheim Theresa, das ist das ganze Haus. Für mich war ein sehr schöner Tag mit viel Sonne und deswegen die Farben des Hauses erscheinen sehr doll. Und das ist Pflegeheim, betreutes Wohnen, ist ja unsere Zukunft. Wir werden alle älter und brauchen immer mehr solche Einrichtungen. Ich fand hier das Bild mit Straßenbahn, die Brücke und dem schönen Himmel, wo die Flugzeuge fliegen, sehr, sehr spannend und sehr interessant, weil Straßenbahn fahren alle für 10 Minuten in Schwerin, Flugzeuge fliegen auch sehr oft in der Luft und ich reise gerne. Deswegen fand ich diesen Motiv sehr schön. Hier ist ein Bild auch vom Fernsehturm. Hier sehen, habe ich meine beiden guten Bekannten und eine Angestellte aus Litauen. Die sind auch sehr aktiv im Verein Die Platte lebt, auch im kulturellen Leben von Schwerin und finden das Leben in Schwerin auch mit Deutschen und Migranten sehr, sehr spannend, sehr interessant und friedlich. Das sind meine Themen. Ich habe auch mehrere Bilder, aber passen ja nicht alle rein, sonst könnte ich den ganzen Saal vollfüllen.